am nächsten Morgen. Der Tag ist ebenso grau, wie es der Tag davor schon war, als an diesem Morgen die Sonne langsam über den Horizont von Iokanto steigt. Leithafen, beschienen von blutig rotem Licht, milchig weiße Dampfschwaden, die über den Häusern stehen. Und dieser ewige Staub. Als ihr aus dem Refektorium herauskommt und draußen auf dem Hof auf Aristarchus trifft. Beim Imperator, es ist eine Freude, euch zu sehen. Ich verbeug mich wieder tief. Ach, ja, er verbeugt sich auch, vor allem als der Astartes rauskommt auch noch. Nun gut, ich würde sagen, sitzen wir auf unserem Pritschenwagen auf. Und dann geht unsere Fahrt gen strenge Hoffnung. Alsbald ist euer gesamtes Gepäck aufgeladen. Und ihr werdet die Passagiere eines sehr alten Allrad-Pritschen-LKW. Er ist geländegängig, besitzt allerdings weder ein Dach noch ein Führerhäuschen. Nur eine Plane, die hinten drüber reicht und durchaus als Zelt verwendet werden kann. Ah, ist das jetzt eine Ladefläche auf Rädern oder was? Ja. Mit Motor und... Ja, es gibt so eine kleine Seitenwand, aber halt kein Dach. Und das Führerhäuschen ist auch nicht überdacht, sondern das ist einfach wie so eine Art... Eine wie so eine Bank mit so einem Motorblock davor. Ja. Wird auch gestartet. Nun gut. Lady Winter, würdet ihr dann aufsteigen und bitte euch mit dem Fahrzeug bekannt machen? Aha. Naja, nicht auffallen. Aha. Ich setze mich hinten auf die Ladefläche. Ja. Ja, die Tasche musste auch noch hinten rein. Er leitet so ein paar Leute an, die das Ding noch gebracht haben. Weiß ich nicht, wie war die Anweisung mit der neuen Klamotte oder erstmal? Wir reisen von Anfang an in Tarnung. Alles klar. Und ich möchte mein Gewehr in meinen Wandermantel quasi oder... Ne, Linksumhang einschlagen, weil der ja relativ dicht ist. Ah! Herr Spreng, ich habe da noch etwas. Und zwar möchte ich euch ein Geschenk machen. Ein Dankeschön dafür, dass ihr so schnell hergekommen seid, ihr mit eurer Truppe. Er lächelt. Hier, bringt es zu mir! Und er lässt sich ein großes Bündel von einem der Handlanger bringen. Dankeschön. Reicht es dann dir? Es ist länglich und relativ schwer, als es dir in die Hände liegt. Dankeschön. Dann möchte ich das mal öffnen. Du öffnest das Bündel und siehst dann ein großes Scharfschützengewehr der imperialen Armee. Wow. Das, was du dir gewünscht hast. Damit ihr dem Imperium und dem Gott-Imperator besser dienen könnt. Möge es euch gute Dienste leisten. Vielen Dank. Dank nicht mir, dank der Ekklesiarchie. Es wurde schließlich durch Spenden bezahlt. Jetzt fühle ich mich ein wenig schlecht. Grinse ein bisschen gequält zu dem Space Marine und der Schwester. Ja, er ist ganz nickt. Was wäre das Imperium ohne seine treuen Bürger? Und ohne seine Spenden, meine kleine Schwester. Sehr wohl, mein Lord. Irgendwoher muss ja das verdichtete Essen herkommen. Er hieft auch gerade seine sehr schwere Tasche oben auf dem Pritschenwagen drauf. Und auf der rechten Seite, wo er es draufgeladen hat, geht auch so ein bisschen die Federung rein. Dass diese Riegel auch so schwer sein müssen. Bruder Invictus, könntet ihr euer Gepäck bitte weiter nach vorne über die Achse schieben, damit sich das... Selbstverständlich. Dankeschön. Schiebt die große Hand dahinter und schiebt das nur so nach vorne. Das kannst du auch so... Das ist so besser, kleine Schwester. Hab Dank. Ich hatte sonst Befürchtung, dass wir Schlagseite bekommen. Ich dachte, ihr seid eine so gute Fahrerin. Wenn das Fahrzeug nicht ausgeglichen ist, nützt auch der beste Fahrer nicht. Ich verstehe. Entschuldigt, ich bin kein Chauffeur.
Nein, nein, gewiss nicht. Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Also, ich muss mich erstmal das Fahrzeug kümmern. Immer mit der Ruhe, er schmunzelt so ein bisschen. Ja. Obwohl damals in dem Ruderboot. Ich überlege mir einen Namen. Er steigt auf. Und auch dort geht der Pritschenwagen wieder ein ganzes Stück in die Knie. Oh je. Ja, ich gucke mir dieses ganze Vehikel mal an. Ja, es ist ein Allrad-Pritschenwagen. Nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Nenn es Fernweh. Fernweh. Passend zu meinem Bogen der Heimat heißt. Ich gehe mal zu dem... Ah ja, das habe ich gar nicht gesehen. wie hieß der jetzt mal? Aristarchos. Navigation? Habt ihr eine manuelle Karte oder ein... Oh, es gibt nur einen Weg, den Pilgerpfad. Aber hier ist die Karte noch einmal. Und da reicht dir einen Datenblock, auf dem meine Karte abgebildet wird. Und dort siehst du wirklich 2 Tage lang Reise. Es gehen auch manche Wege ab, aber im Endeffekt gibt es dort diesen einen Hauptpilgerpfad. Ja, was mich vor allem interessiert, ist das Gelände, wo es durchgeht, ob es da prädestinierte Stellen gibt, wo man direkt sagt, so, oh, da könnte ein Hinterhalt lauern oder ähnliches. Dafür ist die Karte zu schlecht. Gar nicht, sondern eher, es ist, wenn du 2 Tage lang fährst und nur wirklich in der finstersten Nacht schläfst, ist die Strecke so weit und so zerklüftet, dass das sehr schwierig zu erkennen ist. Ja, ich würde die Karte auch auf Skripo laden für den Notfall. Ja, es war so futtern, Kleiner. Mal gucken, ob es hilft. Nun gut, können wir dann? Ich kann es versuchen. Hey, du darfst mal alle Wahrnehmung minus 10 würfeln. Nein. Ein Erfolgsgrad. Ja, den brauche ich auch noch. Aber genau ein. Ganz dann kriegt daneben. Nur die Winter mit, dass der ein oder andere, sagen wir mal, hier Refektoriums-Diener auch so ein bisschen so darüber spricht, was ihr jetzt davor habt. Ja, und die wollen jetzt so strenge Hoffnung und so. Ja, was für ein erstaunlicher Ort, da will ich niemals hinfahren. Und das ist, ja, was ist denn mit der Kathedrale dort, die da gebaut wird? Ja, und die scheinen da, das scheint auf jeden Fall eine Art Gesprächsthema zu sein, was ihr vorhabt. Was ist mit dem Arschlehen? Ach, keine Ahnung, komm. Wir hieven da noch die Kiste drauf. Und so wird das letzte Stück dem oben drauf. Schaut zu den Arbeit, Entschuldigung. Ja. Was sagt ihr über strenge Hoffnung? Das hast du nicht geschafft. Ach so. Entschuldigung. Macht nichts. Fertig. Nun gut, dann wollen wir fahren. Die Leute treten von dem Pritschenwagen zurück. Ich schon mal. Und unsere Werte Winter darf mal routiniert Fahrzeuge führen würfeln. Also plus 20. GE ist Gewandtheit. Ja, aber genau. Dann legst du den ersten Gang rein. Dann laut und krachen. Fahrt die Füße nicht los. Nicht schön, aber selten. Richtig. Das geht doch ganz ausgezeichnet! Ja. Der Lärm des LKWs übertönt fast jegliches andere Geräusch. Das funktioniert doch! Und der Pritschenwagen wackelt so, als er aus dem Refektorium herausfahrt. Und jetzt müssen wir dann vorne rechts, Winter! Lady Winter, dort! Durch das Tor! Ja! Okay. Weg da bitte! Weg da! Wir wollen hier durchfahren! Ja, immer wieder hupend fährst du durch die Straßen. Und dann vorne durch das Tor hindurch aus Leithafen herab. Auf in das Ödland. Ich muss vorher schon sagen, meine werten Reisekumpanen, das wird keine angenehme Reise werden.
Na, nicht das, ihr das jetzt. Schmerzvollen Charakter, Vater. Aber selbstverständlich. Da habt ihr natürlich recht. Ihr lasst Leithafen hinter euch, fahrt durch einen Pass und kommt dann schließlich auf eine weite, weite Ebene. Das Ödland. Vor euch liegt eine unglaublich staubige Ebene. Maske aufgesetzt. Ich fahre auch diese Maske, die dann so halb über den Mund geht, hoch und setze mich so, dass ich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung setze, damit ich nicht den ganzen Staub in die Augen kriege. Mhm. Ja, ich würde auch gucken, dass meine Waffe immer bereit ist. Mhm. Und ich schlage mein buchförmiges Auspex auf. Und leg's mir so auf ein Bein und schau dann nochmal wieder drauf, ob irgendwo untere Bewegungen oder sowas sind. Das Ödland wird seinem Namen absolut gerecht. Es handelt sich nämlich um eine absolut trostlose Ebene voller graubrauner Steine, einer dünnen, lockeren Erdschicht und Dornengestrüpp, soweit das Auge reicht. Weite Teile sind von alten Bombentrichtern übersät, an denen ihr vorbeifahrt, in die man hineinblicken kann, die teilweise jemals vielleicht mit Wasser gefüllt waren. Verbrannte Erde bedeckt große Stellen und die Erde ist so trocken, dass hier wohl nie wieder irgendetwas leben wird. Na, no. Ein äußerst unwirtlicher Ort. Ja, ich schaue mich interessiert um. Ich habe sowas ja auch noch nicht gesehen. Mhm. Ja, Geschwindigkeit, mal gucken, was, ja, so schnell wie möglich, ohne dass uns die Karre unterm Arsch zusammenbricht. Also ich will dir jetzt nicht dahin schleichen, aber auch nicht raus in der Erde. Ich möchte gerne an dem Laserschaffelzengewehr das Zielfernrohr abmontieren und den Horizont im Auge behalten. Ja. Okay. Weiß man, was hier für ein Krieg getobt hat? Ich habe gestern nicht mehr so viel aufschnappen können. Aber das könnte man theoretisch mal fragen. Also ist das jetzt nicht aus Allgemeinbildung Krieg oder imperialer Glaube oder Kirchenwissen, also ist jetzt keine Schlacht, wo zwischen Drusus oder so gekämpft hätte? Nee, das sind eher so, also doch, du kannst mal auf Religion plus 20 würfeln. Ansonsten, das ist doch was, was man in Aristarchus unterwegs fragen kann. Fünf Erfolgsgrade? Doch, also insgesamt ist Iokanthus ja ein riesiges Schlachtfeld, das von dem heiligen Drusus sozusagen hinterlassen wurde, als dieser den Planeten erobert hat. Und so zählt natürlich auch das Ödland zu einem der vielen Schlachtfelder, vor allem was die Bombenkrater angeht. Allerdings sehen diese Schlachtfelder teilweise nicht ganz so alt aus, wie man es vermutet, wenn man an St. Drusus denkt. Scheint also hier später auch nochmal getobt zu haben. Und während ihr so fahrt, sind oft alle paar Kilometer leere, verlassene Überreste von zerfallenen Siedlungen zu sehen. Verlassene Clanlager von Wilden. Manche sind alt, andere wirken, als wenn sie erst vor kurzem verlassen oder sogar verwüstet wurden. Man sieht, als ihr so vorbeifahrt, auch den einen oder anderen großen, rostroten Fleck am Boden. Hm.
der sehr offensichtlich zeigt, dass hier wohl mal etwas passiert ist. Seht ihr, das sind die Schlachtfelder. Auf denen haben auch die Aschleen gekämpft. Und diese Clans, wenn ihr wisst, was ich meine. Vater? Ja? Das sind doch auch die Schlachtfelder, auf denen der heilige Drusus gekämpft hat, oder? Er macht einen Aquila. Ja! Der heilige Drusus. Erschienen im hochheiligen Licht unseres goldenen Imperators. Selbstverständlich. Sagte ich bereits, dass ich ein Nachfahre von ihm bin? Ja, das sagtet ihr bereits. Es ist mir eine große Ehre. Aber die Zeit des heiligen Drusus sind doch bestimmt 2500 Jahre her. Diese Schlachtfelder sehen so jung, so alt gar nicht aus. Ach, die Clans hier, die liefern sich immer wieder Streitereien auf den Schlachtfeldern. Sie sind ihnen fast heilig. Fast? Nun ja, ich würde jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Milady, um zu sagen, dass diese Wilden Heiligkeit besitzen. Aber sie sind ihnen, sagen wir, wertvoll. Beten Sie zum Imperator? Nun ja, ich denke, das ist ein bisschen schwierig. Die Aschleen sind die größte Gruppe, die es so hier gibt, von clanlebenden Eingeborenen. Ja, und die gibt es schon seit der Gründung des Kalixis-Sektors. Und seitdem leben die hier schon. Naja, und die Aschleen sind ein kriegerisches, halbnomadisches Volk. Also die leben nicht unbedingt in den Städten, sondern wandern herum. Naja, und sie sind halt erfolgreiche Jäger und Sammler und sind deswegen durchaus... geduldete Bewohner von Leithafen. Schließlich handeln sie mit Waffen und das brauchen die Leute dort auch. Nun ja, und außerhalb der weniger gut besuchten Posten des Imperiums werden solche Personen natürlich eher geduldet, weil sie auch gebraucht werden. Das verstehe ich nicht. Nun ja, bedenkt doch einmal, diese Außenweltler leben oder diese Hinterweltler leben ja außerhalb der großen Städte meistens. Und in diesen, außerhalb unserer Posten sind die allgemeine Kultur und die Gesetze des Imperiums durchaus Geschichte und Mythen bei diesen Personen. Aber ein Leben, das nicht für den Glauben in den Imperator geführt wird, ist nicht von Wert. Da habt ihr natürlich recht, meine Schwester. Allerdings muss man auch bedenken, dass diese armen Wilden durchaus auch bekehrt werden können. So haben wir schließlich immer wieder aus den Reihen der Wilden bekennende Gläubige, die dem Glauben des Imperators folgen und der Ekklesiarchie beitreten. Also müssen sie erleuchtet werden. Ja. Richtig. Danke, Vater. Bitte sehr. Ihr seid so weise. Wie steht denn ihr mit eurer Loyalität zum Gott-Imperator? Wenn ich eure Worte hören darf, ist es sicher für mich wie eine heilige Dusche. Er schaut dich erwartungsvoll an. Bitte, meine Schwester, erleuchtet mein Herz. Ich lebe für den Gott-Imperator und hoffe, eines Tages für ihn im Kampf sterben zu dürfen. Es ist eine Wohltat. Herr Spreng? Mhm. Herr Spreng, hört doch zu, es ist wichtig. Er haut dir so leicht an das Fernrohr, mit dem du dich so umgeguckt hast. Oh. Ihr seid abgelenkt, Herr. Schließlich berichtet unsere heilige Schwester gerade vom hochheiligen Glauben an den Gott-Imperator. Vom allen geliebt. Auf seinem goldenen Thron wird man von hinten. Im heiligen Palast. Auf Terra. Von allen geliebt. Ich behalte nur den Horizont im Auge, damit uns niemand aus dem Hinterhalt angreifen kann. Ich verstehe. Oh, schaut mal. Und er deutet rechts neben die Straße. Schaut mal dahinter. Nein, auf eine Ansammlung von Skeletten, die dort im Staub liegt. Mhm. Ihr kommt nämlich an mehreren vorbei, die aussehen, als wären sie genau dorthin gefallen, wo die Person gestorben ist. Und überall um diese Skelette herum wächst eine seltsame Pflanze. In einer Umgebung, in der sonst nichts wächst. Richtig, dort wächst diese eine Pflanze. Ach, diese Geistfeuer-Pollen-Pflanze. Richtig. Es ist eine Pflanze, die sich mit sehr beharrlichen Windungen um die Knochen herum bindet und wunderschöne, große, bunte Blüten bildet. Und dass ich die Maske auf habe.
Das sind die Geisterblumen. Geisterpollenblumen. Vielleicht haben sie bereits davon gehört. Ja, und die gedeihen halt nur dort, wo es Tote gibt. Oh, wie schön. Aber sie wissen ja, das ist das größte Importgut auf Iokanthus. Naja, und da es auf Iokanthus so viel Tod gibt durch die ganzen Schlachten, wächst die Pflanze gut. Das Seltsame ist, sie wächst auch wirklich nur an Orten, wo Leute gewaltsam gestorben sind. Sehr seltsam. Du hast sogar ein toter Ketz hat noch was zu gebrauchen. Eben. Schön. Und dann ist dann dieser Ebene auch noch dieser ständige, beharrliche Wind. Euer Gnaden, da, ja, wo jetzt die Kathedrale steht, ja. Warum steht die denn, ja? Warum musst du die denn so weit weg errichten? In diese unwirsche, unmenschliche... Er atmet durch. Nun, wisst ihr, Lady Winter, die Kathedrale wurde auf einem hochheiligen Ort gebaut. Die Legende sagt, dass dort St. Drusus persönlich gekämpft hat. Aha. Deshalb wird dort die Kathedrale erbaut. Man kann sich nun mal nicht aussuchen, wo solche heiligen Orte zu finden sind. Richtig. Ihr merkt übrigens, dass der Wind nicht aus einer Richtung geht, wie es normalerweise wäre, sondern aus mehreren Richtungen gleichzeitig zu kommen scheint. Und immer wieder bilden sich dadurch seltsam verkrümmte Windhosen, die vor euch über die karge Ebene rauschen. Und dieser Wind bringt außerdem noch den Geruch von Verwesung und Tod mit sich. Da diese Fahrerkabine wohl offen ist. Hier riecht es wie im Beinehaus. Bitte? Ja, stimmt. Ja, ein furchtbarer Geruch. Er hält sich, der Aristarchus hält sich auch so ein Tüchlein vor die Nase. Gut, dass ich die Maske trage. Oh. Spreng? Ja. Haben wir denn irgendeinen bestimmten Plan? Zunächst mal ist es unsere Aufgabe herauszufinden, so gut, so genau wie möglich herauszufinden, was da passiert. Und genau das zu verhindern. Also ich würde sagen, wir versuchen erstmal da anzukommen. Das ist ja der erste Schritt. Und uns dann ein Bild von der Lage zu machen. Wie stellst du das vor mit dem Bild von der Lage machen? Nun, ich weiß ja noch nicht mal, wie es da überhaupt aussieht. Erwartet uns da jetzt ein Schlachtfeld? Ein Haufen Wahnsinniger? Oder ist vielleicht alles ganz in Ordnung und nur hin und wieder taucht mal irgendwas auf? Nun ja, ich war noch nie in Strenghof, ne? Ich auch nicht. Aber vielleicht, Es ist bestimmt ein wundervoller Ort, denn es ist ein heiliger Ort. Wenn es mit dem Ort keine Probleme gäbe, dann müssten wir nicht dorthin reisen. Es wurde nur von Psi-Phänomenen gesprochen. Ist man der Sache vielleicht nachgegangen? Vielleicht sind ja diese, wie heißen die Ungläubigen nochmal, Aschlenen? Ob die da irgendwas veranstalten, um nur den Anschein zu erwecken? Wäre das eine Möglichkeit? So verdorben kann man doch gar nicht sein, dass man versucht, den Bau einer Kathedrale auf einem heiligen Ort zu verhindern. Und wir reden hier immerhin von Ketzern. Genau. Und der Aristarchus starrt so ein bisschen vor sich hin und schaut so auf seine Seherkarten. Verzeiht bitte, Aristarchus. Was denn? Entschuldigt, ich war gerade ein wenig abwesend. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Keine Sorge. Worum geht es denn? Ich wollte nur mal nachfragen, diese Phänomene, von denen ihr berichtetet. Ja, ihr sagt, Psi-Phänomene. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass die Ketzer irgendwelche Scharlatanerei fabrizieren, um die Einweihung zu verzögern? Ich weiß, worauf ihr hinaus möchtet. Nun ja, sagen wir, ich stehe diesen Personen nicht feindlich gegenüber, nicht offen feindlich. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es aus dieser Richtung käme. Bedenkt doch nur, schließlich gibt es unter diesen wilden Hexen nicht sanktionierte imperiale Psioniker, wie es meine Person ist, sondern
wilde Psioniker. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist ja schrecklich. Sowas gibt es. Furchtbar. Aber ich bin froh, dass ihr mit mir gereist seid und das strahlt über beide Wangen. Hat jemand Durst? Jetzt so eine Flasche. Danke. Kann ich gerade nicht. Beide Hände am Lenkrad. So fahrt ihr eine ganze Zeit mit ihm. Und der erste Tag der Reise durch das Ödland vergeht ereignislos. So grau wie die Fahrt, so grau ist die Umgebung, so grau ist die Stimmung. Das Land wirkt größtenteils grau und tot. Die einzige sichtbare Fauna, die es gibt, sind immer wieder mal auftauchende Krähen, die hier und da auf einem Stein sitzend auch mal über euch hinüberfliegen. Wie spricht man Aristarchus eigentlich noch an? Das ist der Seher. Aristarchus, der Seher. Ja, euer Gnaden oder was? Ja. Obwohl, nee, das ist eigentlich, ist es eher euer Gnaden, weil er euch ja auch überstellt ist. Hm? Ja. Ah! Schaut euch mal dort! Das ist einer der hiesigen Aasfresser, diese üblen Kreaturen, diese gefiederten Reptilien. Diese Krähen da. Ja, mehr Reptilien als Vögel. Ich meine, es ist ein gewöhnlicher Anblick, diese Tiere hier zu sehen, richtig? Ja, es sind Aaskrähen, so nennt man sie. Schaut doch mal, wie fies und groß ihre Schnäbel sind. Hat sich da in der kürzlichen Vergangenheit irgendwie was getan, dass man die häufiger sieht oder sie irgendwie entstellt sind oder sonst irgendetwas? Nein, nicht, dass ich wüsste, aber insgesamt ranken sich halt um diese Aaskrähen seltsame Legenden. Wir sollten im Auge behalten, ob in Richtung unseres Ziels das vielleicht tendenziell zunimmt mit den Krähen. Denn wir haben einen der Aschleen in der Stadt getroffen und er redete davon, dass der Krähenvater bald käme. Und vielleicht hat das etwas mit der Kathedrale zu tun. Ach, ich glaube, solcherlei Äußerungen von diesen Aschleen sollte man nicht überbewerten. Er wirkte, als hätte er irgendwas Schlimmes gesehen und den Verstand verloren. Nun ja, ihr müsst auch bedenken, Krähen sind durchaus sind Tiere, die gerne in Legenden vorkommen. Vor allem, wenn es solche sind wie die Aaskrähen hier. Ich meine, schaut doch nur, die Krähen sind wirklich kein schöner Anblick. Schließlich haben sie keine Augen. Was? Tun wir die Krähen jetzt auch mal näher an, wo das sagt? Ja, es sind relativ große Krähen mit sehr scharf aussehenden Schnäbeln. Und wie sie da auf den Steinen sitzen und in eure Richtung schauen, wirkt es fast ein wenig so, als würden sie nicht darauf warten, dass ihr tot seid, sondern bereits abschätzen, wie man euch bereits im lebenden Zustand fressen könnte. Beim heiligen Terra. Diese Bestien verheißen nichts Gutes. Verdammte Biester! Das wird ja eine schöne Nacht. Unter den Aschleen nennt man sie auch Schieferkrähen. Und jetzt, wo ihr darauf hingewiesen wurdet, fällt euch etwas auf. Nicht eine Minute seid ihr ohne, dass ihr mindestens von einer Krähe beobachtet werdet. Entweder sie fliegt über euch oder sie beobachtet euch von den schroffen Felswänden. Als es schließlich dunkel wird und langsam die Nacht über dem Ödland Einzug hält, lagert ihr. Schlagt das Zelt auf. Das Überlegung, ob wir irgendwo in der Senke übernachten, um vor dem Wind geschützt zu sein, oder lieber. Und kommt dann schließlich in einer Senke, richtig? Dass man was sieht. Zu einem Lager, in dem ihr auch ein kleines Feuer entzündet. Ein kleines Knistern. Hm.
Ja, ich setze mich ans Feuer und schreibe Gebetstext auf meine Boltpatronen. Hm. Ach, endlich mal runter von diesem furchtbaren LKW. Mhm. Diese Tränen beschäftigen mich. Und die Begegnung mit dem Ashleen auch. Ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Krähen mit unserem Auftritt zusammenhängen. Wie gesagt, Sprengjahl, seht es nicht als zu viel Gewicht an. Meiner Ansicht nach muss man die Augen immer offen behalten für das Ganze und sich nicht auf Kleinigkeiten versteifen. Er wirft einen Stein nach einer der Krähen. Hm. Aber diese Krähen sind auch Teil des Ganzen. Da habt ihr recht. Wahre Worte. Kann mir jemand mal bitte den Nahrungsmittelregler hinten aus der Tasche geben? Und sofort, kleinen Moment. Danke. Euer Gnaden. Ja. Nun, vielleicht sollten wir Wachen aufstellen. Was haltet ihr davon? Ja, auf jeden Fall. Das halte ich für eine gute Idee. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mich gerne zur Ruhe begeben. Ich bin wirklich kein guter Nachtwächter. Selbstverständlich, Vater. Dankeschön. Er erhebt sich und kriecht in das Zelt. Ich denke, wir werden dann die Nacht in zwei Hälften aufteilen. Sehr wohl, Leutnant. Und, du bist hauptsächlich Fernkämpfer, richtig? Ich werde auf die Schwester aufpassen. Ich mache das, wo ich gebraucht werde. Mhm. Aber ich habe nur meinen Bolter und mein Messer bei mir. Mhm. Ich denke, es reicht, wenn die beiden Imperialen eine Wache übernehmen und wir dann, kleine Schwester, die zweite Wache übernehmen. Und wie ihr meint, mein Lord? Das ist ein guter Vorschlag, dann machen wir das so. Nun gut, dann wünsche ich eine gute Nacht bis dorthin. Nicht weg in 4 Stunden. Er erhebt sich. Kleine Schwester, reicht ihr auch die Hand. Dann lasse ich mir aufhelfen. Mein Lord. Begebt euch zur Nachtruhe. Sehr wohl. Und lässt ihr auch den Vortritt. Ja, ich gehe dann in mein Zelt und man hört sie noch eine Weile lang laut, aber das heißt beten, aber jetzt nicht schreien, aber zumindest sie spricht aus, was sie betet. Wolltest du dir eine gescheite Position suchen mit deinem Gewehr? Mit deinem super tollen, neuen, von Spenden finanzierten Gewehr? Entschuldigung. Macht in dieser Einöde nicht viel Sinn. Ich guck mal, dass ich eine etwas erhöhte Position habe, sodass ich aus dem Krater rausgucken kann. Vielleicht auf dem Wagen oder so? Ja, auf dem Wagen. Aber noch ein Lichtkegel. Hm? Noch ein Lichtkegel. Ja, ich. Vom Feuer. Ich setz mich da hin in der Nähe, auch so außerhalb des Lichtkegels vom Feuer und nehme das auch Specs immer drauf. Ja, du siehst nichts, was sich groß bewegt. Eine kleine Echse scheint hier zum Sterben hingekommen zu sein. Die ist ein bisschen ächzend. So ein letztes Piu auf deinem Auspex macht und dann zur Seite tot umkippt. Mhm. Und es wird kalt. Am Feuer geht es, aber dir, Spreng, beginnt es bereits die Füße und die Hände abzufrieren. Es ist unglaublich kalt. Mörderisch kalt. Und es ist so stockend düster, dass man die Hand vor Augen nicht sehen kann, wenn man nicht im Schein des Feuers ist. Also habe ich auch überhaupt gar keine Aussicht darauf, irgendwie weit zu gucken. Es gibt nachts hier keinen Mond und Sterne nur minimal. Wie ist das mit dem... In dem Raumanzug, in dem Helm, sind da irgendwelche Sichtverstärkungen mit eingebaut? Gar nichts, okay. Gut, dann möchte ich mich auch nicht so exponiert aufhalten, wenn ich eh nichts sehe. Ja, du siehst, dass selbst nach 3 Minuten sich deine Augen immer noch nicht dran gewöhnt und gibst es dann auf. Ja.
So liegt ihr dort und sitzt einige Zeit, bis dieser ewige, monotone, leichte Wind, der über eure Senke hinweggeht, zu einer Art untergründigem Tinnitus von euch wird. Still sitzt ihr dort. Oh Mann. Bin ich froh, wenn wir hier wieder raus sind. Ihr dürft beide Aufmerksamkeit minus 10 würfeln. Nein! Zeit vergeht. Stunden. Ihr dürft nochmal würfeln, minus 10. Blöde. Ja! Zwei Erfolgsgrade. Ah, oh, wunderbar. Winter blickt aus dem hellen Lichtkegel hinaus in den Dunkel. Als dir plötzlich etwas Seltsames auffällt. Denn du siehst, wie eine scheinbar menschliche Gestalt aus der Finsternis langsam auf das Lager zu marschiert kommt. Vor deinen Augen, du beobachtest fast es ein bisschen, als wenn es unwirklich wäre, bleibt diese Gestalt genau am Rande des Lichtkegels stehen, sodass man sie nicht genau sehen kann. Doch stark steht sie dort. Stehen bleiben, wer ist da? Darf ich auch reagieren und in die Richtung gucken? Mhm. Jetzt siehst auch du dort eine seltsame Person stehen. Verdammt, ich habe zu spät gesehen, ey. Ich will mal versuchen, so ein bisschen nach links und rechts zu schieben. Nicht, dass wir uns schon umzingelt haben, hey. Keine weitere. Nur diese verdammte Schieferkrähe, die auf dem einen Stein sitzt und dich beobachtet. Aus nicht vorhandenen Augen. Moment, habe ich die Person auch gesehen? Jetzt siehst du sie auch. Und die steht jetzt aber immer noch da, weil es hört sich jetzt gerade so an, als wäre die Person jetzt noch die Krähe. Steht da stocksteif, genau am Rande des Lichtkegels. Sowas wie Taschenlampen? Frag ich mich auch gerade. Ja, ihr habt Lichtpacks bekommen. Die sind bei euch in den Ausrüstungen mit drin. Das sind sozusagen kleine, eckige Taschenlampen. Okay. Ich ziele weiterhin und warte erstmal auf irgendeine Reaktion. Entweder von ihm oder von das da, dem da. Du, meine liebe Sororita, spürst im Schlaf ein seltsames Gefühl von irgendeiner ungewöhnlichen Stimmung, die herrscht. Davon wirst du wach und merkst auch, dass von draußen ein leise Geräusche kommen. Ich lasse meinen Rosenkranz durch die Finger gleiten. Ich rufe auch nochmal. Wer ist da? Keine Reaktion. Das hörst du. Dann möchte ich mal das Licht einschalten und dahin leuchten. Mhm. Da steht eine Person. Ein Mensch. Bewaffnet? Kannst du aus der Position noch nicht sehen. Du müsstest hingehen. Ich habe beim Zielfernrohr. Mhm. Doch, dann siehst du, dass sie nicht bewaffnet ist. Siehst aber blaue Gesichtstätowierung. Ich komme mal in meiner Robe aus dem Zelt. Mhm. Guck mich um. Ja, du siehst, das Zelt steht ja auch noch im Lichtkegel des Zeltes, des Feuers. Auf der anderen Seite stehen sozusagen mit dem Rücken zum Feuer der Spreng und die Winter mit ihren Waffen gezielt auf eine Person, die dort am Rande des Feuers steht.
am Rande des Lichtkegels steht. Was beim Heiligen Thron ist denn hier los? Eine Person aus der Dunkelheit. Sie antwortet nicht. Sie scheint eine von diesen Aschlehen zu sein. Und bewegt sich seit einiger Zeit nicht mehr. Ja, ich stelle mich zu. Ich reibe mir so ein bisschen verschlafenes Gesicht. Der Mann den Bolter guckt da auch ein bisschen nachdenklich rüber. Vielleicht kann er nicht sprechen. So wie der Sohn, wie der Vater. Vom kleinen Jungen. Nehmt gerne Kontakt mit ihm auf. Na, ich nicke. Jawohl, mein Leutnant. Und geh mal auf den Zug. Decke sie. Die Person bleibt stehen. Ungerührt. Stocksteif. Ja. Position eingenommen, dass wenn was sein sollte, einer von links und einer von rechts schießen kann. Also jetzt nicht so stehen, sondern wenn sie vorne ranläuft, dass wir so ein bisschen vorförmig stehen. Ich mach auch mal meinen Lumenpack an. Ja. Und guck mal. Dort steht ein Aschlehen. Ich gehe so nah ran, dass ich, wenn ich mit der freien Hand leuchte, sehen kann, das wird mir halt mal sein Gesicht angucken. Das ist wahrscheinlich größer als ich, schaue ich halt hoch. Ja. Du kommst näher und siehst dann, dass das Gesicht des Aschlehen leicht eingefallen ist. Und als dein Licht über den Kopf nach unten wandert, bemerkst du, dass er ganz offensichtlich eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Denn über sein Schlüsselbein reicht ein großer diagonaler Schnitt bis in seinen Hals. Aber der steht da. Er ist sonnengedörrt. Und gerade als du dort stehst und ihn einmal aus Versehen so leicht mit dieser Lampe berührst, fällt er einfach zur Seite hin um. Ein unglaublicher Geruch verbreitet sich nach Verwesung. Ja, ich halte mir die Hand vor Mund und Nase und mach mal 2-3 Schritte zurück. Er ist tot. Beim Heiligen Imperator. Seine Augen sind ausgepickt. Er ist schon lange tot. Wie lange tot? Er stand doch da gerade noch. Unheiliges ist hier am Werk. Hast du ihn herannahen sehen oder hast du nur gemerkt, dass er auf einmal da war? Ich habe ihn bemerkt. Also bei der Finsternis sieht man ja nichts. Also nicht wirklich. Dann dürft ihr alle jetzt mal einen Angstwurf würfeln. Angstwurf? Wie geht das? Ich habe 10 gewürfelt. Moment. Das ist 3. Das ist Willenskraft. Und zwar plus minus 0. Oh, genau ein Erfolgskraft. Was hat der Sprech? Der rennt jetzt gerade weg. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht irgendwie, ich war aber abgestumpft, der gibt mir nur irgendwie für Schlachten so einen Bonus. Habe ich auch. Natürlich nicht. Und? Wie weit hast du es nicht geschafft? 3 gerade drüber. Ja, dann musst du mal bitte 1W5 würfeln. 1W5 ist 1W10 durch 2. 2. Kannst dir 2 Wahnsinnspunkte aufschreiben? Denn als du das beobachtest, wie plötzlich das Licht der Sorite auf das Gesicht dieser Person fällt und diese leeren Augenhöhlen und dazu im Augenwinkel dieser Rabe, der fast ein wenig ertappt kräht, zieht es dir bis in den Bauch hinein. Du starrst doch einen ganzen Moment lang nur in diese Richtung dieser Augen, vor allem als dieser Leichnam umfällt. Was hatte die Sorita? Ich habe 3 Erfolgsgrade. Gut. So ein Verflüchter. Ja. Mit der, ich nenne es jetzt einfach mal Taschenlampe, leuchte ich jetzt auch noch mal in die anderen Richtungen. Ist alles in Ordnung hier? Aristarchus kommt aus seinem Zelt, total verschlafen. Die Toten wandeln, Vater. Was? Ja, kommt auch hin zu euch und schaut sich auch die Leiche an. So was? Ach. Da, was soll da passiert sein? Der ist hierher gelaufen. Ach, der stand hier. Das glaube ich nicht. Imperator, ich beschwöre es, er stand eben noch. Und er stand nicht hier, als wir kamen.
Und erst als ich ihn berührte, brach er zusammen. Er winkt so ab. Ich glaube, ihr solltet einfach schlafen gehen. Vater, ich war gerade am Schlafen und kam heraus und sah diesen Toten dort stehen, den die beiden entdeckt hatten. Wenn es euch besser geht, kann ich gerne schauen, ob sich dort etwas Psionisches getan hat. Wenn euch das beruhigt. Bitte tut dies. Nun gut. Er stellt sich neben den Leichnam, schließt die Augen und scheint in Gedanken zu verschwinden, sich einzutauchen. Wie gesagt, ich leuchte einmal rundherum. Kommt hier noch irgendwo einer? Ja. Es dauert einen kurzen Moment, dann schüttelt er so den Kopf und wirkt leicht zerstreut. Nein. Also psionische spüre ich hier gar nicht. Wer weiß, vielleicht ist es... Ach, das wird schon nichts gewesen sein. Geht einfach wieder zur Ruhe. Ich gehe auf jeden Fall wieder schlafen. Frag mal einen Blick zum Springen rüber. So. Er geht ins Bett. Ja, klar. Bilden wir uns alles nur ein. Mein Leutnant, ich bitte um Erlaubnis, diese widerwärtige Kreatur verbrennen zu dürfen. Ist alles in Ordnung? Ja. Mach das. Ich schmeige Oder nicht. Invictus kommt auch raus. Ich gehe zielstrebig an ihm vorbei mit meinem Beutel in der Hand. Und hole einen Kanister Benzin vom Auto. Was? Kleine Schwester, würdet ihr mich aufklären? Die Toten wandeln, Bruder. Beim Imperator. Ja, dann. Lass mich, dir Hilfe. Lass mich kurz erklären. Als wir hier ankamen, ich meine, man nennt mich verrückt, aber ich glaube, als wir hier ankamen, stand keine Leiche um diesen Krater herum. Stehende Leichen? Moment, lasst mich nebenbei der kleinen Schwester helfen. Hier, ja. Ich helfe euch. Nicht Danke, den ganzen Sprit, Gott. Wir brauchen noch ein und bisschen. Und er packt den Leichnam und dann legt er den in das Lagerfeuer. Alter! Ressourcenschonung. Einfach ein bisschen Benzin drüber. Erzählt ruhig weiter, Spreng. Darf ich euch das abnehmen? Winter sah diese Person dort im Dunkeln stehen. Irgendwann auf einmal. Und wenn die Leiche da verbrennt, ziehe ich meine Maske wieder auf. Wir sprachen sie ein paar. Anmarschiert. Anmarschiert. Erzähl weiter. Wir sprachen sie 2-3 Mal an, sie reagierte nicht und da kam die kleine Schwester raus und ich sagte ihr, wenn sie möchte, kann sie gerne mal versuchen, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen, doch als sie dort ankam, stellte sich heraus, dass es eine Leiche ist, die dort stand. Schon längst ohne Augen. Leutnant, kurze Korrektur, also sie stand ja nicht nur da, sondern sie kam. Das habe ich doch eben gefragt. Na gut, sie kam also angemarschiert. Entschuldigung, das war alles... Das klingt ziemlich verrückt. Ja. Nun ist es aber so, wir können natürlich jetzt nicht genau sagen, was welchen Teil unsere Sinne uns vorgegaukelt haben, aber Fakt ist, als wir hier ankamen, war da keine Leiche und jetzt ist da eine Leiche. Hm. Verstehe. Und naja, jetzt da keine Leiche mehr. Kurz einen Blick ins Feuer. Na gut, vielleicht braucht ihr auch einfach ein bisschen Schlaf. Lasst mich vielleicht vor kurz für eure Seelen beten. Das ist eine gute Idee, kleine Schwester. Ja, ich stelle mich auch ins Feuer, schlag mein Buch auf. Ja, schaut so ein bisschen weg. Und fange an, ein Gebet zu sprechen. Betet zum unsterblichen Imperator, denn er ist unser Beschützer. Bewundert den unsterblichen Imperator für sein Opfer an die Menschheit. Preiset den unsterblichen Imperator für seine strenge Führung. Ehret den unsterblichen Imperator für seine ewig währende Wacht. Achtet den unsterblichen Imperator für seine heilige Weisheit. Lobet den unsterblichen Imperator für seine unerschütterliche Kraft. Verherrlicht den unsterblichen Imperator für seinen allwissenden Blick. Preiset den unsterblichen Imperator für seine andauernde Herrschaft. Heiligt den unsterblichen Imperator, denn er ist unser Herr und Meister. Betet zum unsterblichen Imperator, denn ohne ihn sind wir nichts. Klapp. Für den Imperator. Von allen geliebt. Von mir am meisten. Jetzt begebt euch zur Ruhe. Danke. Ja, ich gehe erstmal ins Zelt und lege meine Gefechtskorsage wieder an. Und ja.
Dann ab mit ins Bett mit euch beiden. Ja. Wir halten Wache, kleine Schwester. Sehr wohl, mein Lord. In dieser Nacht passiert sonst nichts mehr. Ereignislos bleibt die nächtliche Wacht. Ob ich wirklich schlafen kann, ist eine andere Frage. Ja. Schatten in der Nacht. Ja, ich suche nachts eine Leiche, die Wüste legt, die neben die Winter ins Bett. Vielleicht irgendwann mich auch ein paar Wahnsinnspunkte ab. Am nächsten Tag. Ihr seid gefühlte Ewigkeiten unterwegs. Bevor wir abfahren, würde ich mir gern, ich weiß, kann die ja doch forschender Blick, aber ich würde ich mir gerne die Stelle anschauen, wo diese Leiche zusammengeklappt ist. Mhm. Beziehungsweise, obwohl bei dem ganzen Wind glaube ich nicht, dass man was findet. Spuren. Ja, dann darfst du einmal Wahrnehmung würfeln. Minus 30, weil das schon so lange her ist. Wahrnehmung oder forschender Blick? Wahrnehmung. Forschender Blick ist eher sowas wie Motiverkennung. Okay, das ist minus 30. Nein! Ich sehe vor lauter Sand die Wüste nicht. Ja, du siehst, dass die Spuren völlig verwirrt wurden. Etwa anderthalb Tagesreisen. Ja. Nee, eine halbe Tagesreise. So. Vor strenge Hoffnung beginnen schließlich die finsteren Berge. Riesige, schroffe Felsen aus dunklem Stein. Ihr verlasst euren Pritschenwagen, müsst ihn dort stehen lassen und geht zu Fuß. Aufstieg ist beschwerlich und ihr müht euch wirklich ab. Und dann sind da immer noch die stetigen Begleiter eures Weges, die Schieferquellen, die hier und da auf den Felsen sitzen oder teilweise auch mal in großen Gruppen über euch hinwegfliegen. Wenn Munition nicht so kostbar wäre, würde ich ja gleich mal ein paar von den Viechern abschießen. Ach, den Gedanken hatte ich gestern Morgen schon. Ihr seid eine ganze Zeit lang in dieser bergigen Gegend unterwegs und wandert den Pilgerpfad hinauf, als ihr alle Wahrnehmung plus 20 würfeln dürft. Nein. Ja. Ein Erfolgsgrad. Mhm. Zwei Erfolgsgrade. Ja. Spreng. Und doch, so Rita Katharina, erblicken dann plötzlich eine Gestalt, die im Schatten auf einem Felsvorsprung etwa 100 Meter neben eurem Weg steht. Ich möchte dann direkt durchs Zielfernrohr gucken. Mhm. Die Gestalt hat die Sonne im Rücken, weswegen die für euch sehr schwer zu erkennen ist und man nichts Genaueres sehen kann. Ich schaue auch in die Richtung Schirm so mit der Hand gegen die Sonne die Augen ab. Mhm. Hinten steht doch jemand. Jetzt, wo ihr beide schaut. Was, wo? Und auch Winter den Blick dorthin wendet und auch Aristarchus sowie Bruder Invictus, seht ihr, dass die Gestalt beginnt zu schimmern, als sie dann plötzlich wie aus Geisterhand verschwindet. Waffe gezogen, Waffen durchladen. Der heiligen Sabbat. Was war dies für eine Erscheinung? Ja, das haben wir uns auch nur eingebildet. Bei dieser Erscheinung ist es zumindest wahrscheinlicher, dass wir uns sie eingebildet haben, als bei der gestrigen. Aber doch nicht alle. Ich spüre irgendwas von dort hinten. Aristarchus schaut starrend in die Richtung. Wir kommen näher an unser Zielgebiet. Vielleicht soll ich mal nachsehen, ob dort was ist. Durchaus mit langsamer damit zu rechnen, dass wir hier solche Phänomene sehen. Dann, wer von euch klettert gut? Ich kann gut klettern. Ich kann ebenfalls klettern. Dann halten wir hier Wache und ihr observiert die Örtlichkeit. Wie ihr wünscht, euer Gnaden. Gut. Folgt mir.
Sehr wohl, mein Leutnant. Ich schicke mir den Bolter auf den Rücken und dann hüpf vom Fahrzeug. Mhm. Ihr seid ja nicht mehr mit dem Fahrzeug, das habt ihr unten gelassen. Sofort zum Direkt. Ach so, ja. Vor euch liegen sehr bedrohlich aussehende Felswände. Gesundheit. Felsformationen, die aussehen, als würde man, wenn man den Halt verlieren, in die Tiefe herunterrutschen oder vielleicht sogar noch schlimmer auf hochstehende Felsnadeln krachen. Geborstene, durcheinander liegende Steine. Wenn ihr dort hochklettern wollt, dürft ihr einmal klettern plus 10 würfeln. Ich versuche es. Ach, das ist doch nicht wahr. 56 Stärke 44 plus 10 sind 54 plus 10 sind 64. Dann habe ich es knapp geschafft. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft. Kannst auch mal einen Schicksalspunkt nehmen, nochmal zu würfeln, ne? Ja, genau, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Du musst übrigens gucken, dass du nicht vergisst, wie viele Schicksalspunkte du ursprünglich hast, weil die sich nach jedem Abenteuer wieder auffüllen, ne? Das ist wie Karma. Dann hätte ich jetzt einen. Na, dann stimmt das hier wieder. Klettern ist Stärke plus insgesamt 20 und das hat wieder nicht gereicht. Mhm. Dann musst du einmal bitte einen plus 20 Geschicklichkeitswurf würfeln. Das hat geklappt. Ah, wunderbar. Dann kannst du dich gerade noch an einer Kante halten, als du plötzlich abstürzt. Kann ich ihm die Hand reichen? Ja. Ihr helft euch gegenseitig. Mein Leutnant? Danke. Und so erklimmt ihr gemeinsam immer weiter die schroffe Felsformation. Schließlich kommt ihr auf dem großen Felsvorsprung an. Ich weiß ja nicht, wo, wie die da klettern. Könnte man von unten Deckung geben? Oder? Ja. Dann das geht. Würde ich das versuchen, soweit das möglich ist. Mhm. Mit Auspecks bewaffnet. Mhm. Und der Waffe im Anschlag. Und ihr beide dürft eine plus 20 Wahrnehmungsprobe waffeln. Du siehst keine Bewegung auf deinem Auspecks außer euch. Nee, knapp daneben. Mhm. Ich habe eine 1 gewürfelt. Eins? Ja. Du entdeckst sofort ein großes, verbranntes Stück Felsen. Ich glaube, hier gibt es nichts zu sehen. Da. Da ist ein großes, verbranntes Stück Felsen. Ein Stückchen weiter geklettert, entdeckst du dann plötzlich auf dem Boden, dass dieses verbrannte Stück ein krudes Piktogramm eines Vogels ist, der einen Schädel in seinen großen Klauen hält. Kurz heruntergebeugt, die Hand an das Piktogramm legend, spürst du, dass es noch heiß ist. Ist das ist jetzt an der Stelle, wo diese Gestalt stand. Richtig, exakt an dieser einen Stelle. Was zum... Ihr dürft beide entweder eine schwere Imperiums-Allgemeinbildung würfeln oder schlastisches Wissen Legenden. Dann mache ich mal die Allgemeinbildung, weil das ist das Einzige, was ich habe. Allgemeinbildung Imperium oder imperialer Glaube? Imperium. Oh, ich habe nur Allgemeinbildung imperiale Armee. Das geht nicht. Okay. Habe ich auch beides nicht. Also Intelligenz halbe, ne? Genau. 009. Boah. Und ich hab's nicht geschafft. Ja, allerdings unsere Sorita. Es ist wie eine Offenbarung. Dass du dieses Zeichen siehst und es sofort erkennst. Aha. Denn
ist das Zeichen des heiligen Sankt Drusus. Und dieser Raubvogel ist ein Falke vom heiligen Terror. Und der Schädel, den er hält, eine Variante aus dem geschwärzten Schädel mit Sonnenstrahlen bestehenden Ikonografie von General Drusus Zweiter Armee. Ist das Zeichen von General Drusus Zweiter Armee. Also ein Zeichen des heiligen Drusus. Ganz eindeutig. Was soll es auch sonst sein? Ja, ich hocke mich mal dahin und mische das so ein bisschen mit der Hand frei. Aber was macht das hier? Gute Frage. Und wer war diese Person? Dass sie dieses Symbol hier hinterlässt. Ich weiß es nicht. Ich meine, diese Armee ist so lange her, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass einer von diesen Personen noch lebt. Etwa 200.000 Jahre. Wenn man den Gerüchten trauen darf. Werden Psioniker wohl so alt? Ich glaube, niemand außer den Astartes und dem Imperator selbst wird so alt. Doch wohl hoffentlich nicht einer, der einen dem Chaos verfolgen. Ne? Ich zeichne es mal ab in meinem Büchlein. Mhm. Und jetzt? Nun, wir haben ein Bild davon. Ansonsten ist hier nichts zu sehen. Wir gehen zurück und erzählen den anderen, was wir gesehen haben. Unten tut sich nichts. Es bleibt dort unten wohl. Ich nutze die Gelegenheit, wo wir ja jetzt schon mal in erhöhter Position sind, und möchte einfach nochmal einen Überblick mir verschaffen, gucken, ob ich irgendwo irgendwas Auffälliges sehe. Nein, also auf der Ebene, die unter euch sieht, nichts, liegt nichts. Und als du nach oben guckst, siehst du auch nur die Felswände. Außer natürlich... den Krähen. Richtig. Mehr geworden? 10 Stück sitzen ein wenig oberhalb über euch auf einem Felsvorsprung und schauen aus ihren nicht vorhandenen Augen zu euch herunter. Sind es mehr geworden dann zu den letzten Tagen? Ja. Verfluchte Biester. Und dieser Vogel auf dem Symbol, was ist das für ein Vogel? Das ist ein Adler. Ein Adler. Hm. Das ist kein zweiköpfiger Adler, ne? Nein. Das wäre zu eindeutig. Leichen ohne Augen. Es werden immer mehr. Und Aristarchus möchte nichts davon wissen. Und er möchte überhaupt von nichts irgendwas wissen, habe ich den Eindruck. Und unserem mächtigen Begleiter gegenüber ist er auch eher abgeneigt. Nun, erst der Mann der Ekklesiarchie wird schon wissen, was er tut. Ich hoffe es. Aber mach ich mich immer wieder in den Abstieg. Mhm. Wieder unten. Ja. Und alles klar. Sehr wohl. Dem Leutnant gebührt natürlich das Recht, Bericht zu erstatten. Ihr seid übrigens ein gutes Team. Fast wäre der Leutnant abgestürzt. So muss das gehen. Der Imperator hat mich nicht umsonst hierher geschickt. Von allen geliebt. Von allen geliebt. Gut, was haben wir da oben gesehen? Wir haben dort oben auf dem Fels eine verbrannte Stelle gesehen.
Berichtet. Und diese verbrannte Stelle hat genau diese Form. Ich zeige das Bild in dem Buch. Er schaut sich das Bild an und bildet damit so leicht zittrigen Fingern den Aquila auf seiner Brust. Thron. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Es ist das Zeichen des heiligen Drusus und seiner zweiten Armee. Oh, das Zeichen an sich ist also etwas Gutes, aber die Frage ist, ob es etwas Gutes ist, das hier in diesem Zusammenhang ein zu Zeitalter sehen. Der Wunder! Ich geh auf die Knie. Aristarchus wirft die Arme in die Höhe! Höret nur! Ein Zeichen! Ein Wunder in diesen Zeiten! So gern ich das auch glauben möchte, ich habe Angst, dass vielleicht irgendjemand diese Zeichen missbrauchen möchte. Für seine Vorteile. Das Zeichen des heiligen St. Drusus. Wer würde so etwas Furchtbares tun? Wir haben es hier. Seht ihr es nicht, Sprenial? Das war eine Erscheinung. Der heilige St. Drusus ist uns persönlich erschienen. Er hat unsere Seelen zutiefst berührt. Schaut nur, diese Schwester der Ekklesiarchie hat dieses Bildnis gezeichnet. Es ist wunderschön, Schwester. Der Imperator führte meine Hand. Ich guck nochmal auf dieses Bild. Der Imperator leuchte durch eure Hände auf dieses Buch und zeigt uns das Zeichen des Drusus, des Sankt Drusus, des Helden dieses Planeten. Seht es nicht auch, Lady Winter? Schaut euch das Bild an. Es ist wundervoll. Thron. Thron. Ich muss erst mal was trinken. Er geht an sein Wasser. Ja, ich stehe dann irgendwie wieder auf. Wasserschlauch und nimmt sich was. Lasst uns nur bald weitergehen. Ich kann es kaum erwarten, strenge Hoffnung zu erreichen. Ja. Möge die Reise bald ein Ende finden. Ein gutes. So wanderten unsere Helden dann weiter. Völlig paranoid. Winter. Spreng. Schwester Katharina. Bruder Invictus und ein über beide Wangen strahlender Aristarchus.